David sprach zu Goliath: Du kommst zu mir mit Schwert und Spieß und Sichelschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. David gegen Goliath. Dieser Kampf ist sprichwörtlich geworden. Goliath, der große, starke Krieger, ein Riese, schwer bewaffnet. Und David, der kleine Hirtenjunge, nur mit einer Steinschleuder, ein paar Kieselsteine. Er ist mutig und traut sich in den Kampf. David gegen Goliath, groß und klein gegeneinander. Es stehen die Waffen gegeneinander. David zählt es auf, Schwert und Spieß und Sichelschwert. Einen Helm hat Goliath auch noch. Was gibt uns wirklich Stärke, was gibt uns wirklich Kraft? Unsere eigenen Waffen? David erwähnt den Herrn Zebaoth. Zerbar ist das Heer, der Herr der Heerscharen. Gott ist stärker als alle Mächte, als alle Gewalten dieser Welt. Darauf verweist David. Er ist nicht ängstlich. Ich glaube, das ist schon der wesentliche Unterschied, den David von seinen Mitgefährten unterscheidet. David hat einfach keine Angst vor diesem großen Goliath. So wie Martin Luther keine Angst hatte vor dem Kaiser, vor den Päpsten, vor den Mächtigen seiner Zeit. David hat keine Angst, denn er weiß, worauf er vertrauen kann. Paulus macht zu anderer Zeit die Erfahrung, dass Gott ihm sagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und für uns das Nachdenken, auf wen oder was vertrauen wir wirklich? Vertrauen wir auf das, was in dieser Welt Kraft und Macht gibt? Vertrauen wir auf Schwerter und Spieße und Sichelschwerter? Oder vertrauen wir auf ein volles Bankkonto, auf Gesetze, die uns schützen? Vertrauen wir auf Wissenschaft und Fortschritt? Und dann kommt ein kleines Virus und stellt alles in Frage. David erlebt es. Gott ist an seiner Seite. Gott ist mit dabei, wenn wir in Auseinandersetzungen sind. Gott stützt uns. Und wenn Gott unsere Stärke ist, dann heißt das nicht unbedingt, dass wir stärker sind als alle in dieser Welt, sondern mit Gottes Hilfe sind wir stärker als die Welt. Es ist eine andere Wirklichkeit, die darin sichtbar wird. Eine Sichtbarkeit, die nicht in den Nachrichten dieser Welt, dieser Medien auftaucht, sondern eine Welt, die größer ist. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind, mit Ernst er's jetzt meint, groß Macht und viel ist, sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es schreit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt
wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht er, ist gerecht. Ein Wörtlein kann ihn verhellen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen.